bin der Tarik, 27 Jahre jung, aus Siegburg. Bin Inhaber von einem Barbershop, Der Barber. Ich bin der Jan, 25 Jahre mittlerweile und studiere in Aachen. Er wird natürlich gleich ein ganz anderer Mensch sein, weil sein Bart kommt ab. Ich meine, der wächst ja nach, aber ich werde wahrscheinlich auch aussehen wie ein 15-jähriger Junge, da hast du recht. Super, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Um dem Jan die Rasur angenehm wie möglich zu machen, werden wir jetzt mit der kleinen Maschine einfach die Haare runterschneiden. Das ist aus dem Grund, dass das Barthaar nicht lang ist. Jetzt bereiten wir die Rasur vor. Vor jeder Rasur desinfizieren wir unsere Hände. Wir wechseln die Klinge, im besten Falle die Klinge vor dem Kunden wechseln, damit der Kunde ein sicheres Gefühl bekommt. Damit er sieht, okay, ich habe eine neue Klinge bekommen, da ist nichts vom Vorgänger und so seid ihr auf der sicheren Seite. Bevor wir mit der Rasur beginnen, fangen wir an mit einem Rasieröl, um die abgestorbenen Hautreste wegzunehmen, um die Rasur halt vorzubereiten. Dies massieren wir ganz sanft ein. Ihr könnt ruhig ein bisschen fester drücken, ist nicht extrem fest, damit der Kunde so eine leichte Gesichtsmassage bekommt. Nachdem wir das gemacht haben, arbeiten wir mit einer warmen Kompresse, die wir links von mir im Kompressenofen haben. So ein kleiner Wärmer, der kocht das Wasser unten auf und erwärmt dadurch die Kompresse. Halt aufpassen, dass das Handtuch nicht zu heiß wird, weil es ja sehr empfindlich ist hier auf dem Gesicht. Ich mache hier eine kleine Falte, also ihr könnt es auch schmaler halten, so dass ihr das ganze Gesicht abdecken könnt. Den Finger hier drauf halten. Wenn ihr die Kompresse so gelegt habt, wie jetzt hier zu sehen ist, habt ihr halt nur die Nase offen, damit der Kunde halt wieder gut atmen kann und alle Partien sind abgedeckt. Nachdem wir die Kompresse abgenommen haben und sich die Gesichtsmuskeln entspannt haben durch die Wärme, arbeiten wir jetzt den Rasierschaum ein. Je länger ihr aufschäumt, desto angenehmer ist die Rasur für euch, weil das Messer dann besser gleitet. Lieber nehmt ihr euch ein bisschen mehr Zeit beim Einschäumen, als später beim Rasieren nicht durchzukommen. Das Ganze ist auch entspannt für den Kunden, weil das so eine leichte Massage fürs Gesicht ist. Und euer Rasierpinsel ist weich und ist jetzt nicht unangenehm auf der Haut. Wichtig ist halt, wenn ihr an der Oberlippe seid, streift ihr den Pinsel ab, dass er ein bisschen schmaler ist und tupft damit dann über die Oberlippe. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit dem Finger machen. So habt ihr aber alles in einem. Zum Abschleifen nehme ich immer so eine Serviette. Ihr könnt eine Küchenrolle nehmen, was gerade zur Hand liegt. Bei der Rasur haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die Vorderhand und die Rückhand zu nutzen. Am Anfang ist es sehr angenehm, mit der Vorderhand anzufangen. Und später über die Jahre, wenn man es besser kontrollieren kann, mit der Rückhand. Also je nachdem, wo man rasiert, wendet man auch die Technik an. Was ganz wichtig ist, dass man die Haut immer auf Spann haltet. Wenn es zu locker ist, kann es sein, dass ihr den Kunden schneidet. Wichtig ist es, bei der Rasur darauf zu achten, wie die Haare wachsen. Die Barthaare wachsen an der Wange, überwiegend von oben nach unten. Doch am Hals ist es oft so, dass die Haare von unten nach oben wachsen. Deswegen müsst ihr hier aufpassen, dass ihr nicht in die gegensätzliche Richtung rasiert. Heißt, ich rasiere jetzt von unten nach oben. So bin ich auf der sicheren Seite und reiße kein Barthaar raus. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, ganz sanft die Haut auf Spann zu halten.
hier wieder leicht nach unten. Zum Mundwinkel hin müsst ihr halt aufpassen, dass ihr die richtige Position des Messers habt. Bei der Oberlippe müsst ihr die Haut nach oben ziehen. Ihr könnt ja sehen, wie die Haut sich mitbewegt. So habt ihr hier nochmal Spannung. Solltet immer den Kunden bitten, mit euch zu arbeiten, weil wenn er den Kopf zur Seite hält, habt ihr hier die komplette Spannung am Hals. Dadurch müsst ihr nur noch weniger nachziehen, um die Haut zu straffen. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nach der Rasur um den Mund herum feinen Haare abtastet, weil wenn der Kunde mit der Zunge dann die Oberlippe berührt oder die Unterlippe und dort pieksende feine Haare hat, ist die Rasur nicht aus seiner Sicht her nicht gründlich gemacht worden. Unter der Nase könnt ihr ganz leicht die Nasenspitze anheben. Das ist einfach dem Kunden bitten, die Oberlippe ein bisschen strammer zu ziehen. So habt ihr direkt, könnt ihr direkt sehen, das Ganze ist ein bisschen fester jetzt und die Nasenspitze, wenn ihr die leicht anhebt, tut sich nicht mehr so viel. Im Kinnbereich müsst ihr genauso aufpassen wie an der Oberlippe. Der Kunde kann euch behilflich sein, indem der Zunge nimmt, das Ganze so ein bisschen aufbläst. Dadurch habt ihr nochmal eine Straffung hier. Bei dem einen oder anderen kann es sein, dass hier eine Narbe ist, also eine Unebenheit der Haut. Nach der Rasur arbeiten wir einen Balsam mit ein. Wir haben jetzt hier eins. Ohne Alkohol, was für die empfindliche Haut ist. Gießt es wie beim Pre-Shave, einfach leicht einmassieren, einarbeiten. Zum Schluss nehmen wir noch ein bisschen Puder, um die Poren zu schließen, dass die Haut für den Kunden auch ganz glatt ist, wenn er mit den Fingern drüber geht. In der Hand leicht verteilen und dann übers Gesicht tupfen. Hier nicht mehr so fest wie beim Pre-Shave aufdrücken, ganz leicht drüber streicheln.